Tour besucht diese Floskel von Lokalzeitungsredakteuren trifft diesmal wirklich zu. Ein 140-Tonnen-Koloss rollt durch Frenke und schauen wir, was anschließend aus diesem Ort geworden ist. Haushoch ist der 140 Tonnen schwere Stahlzylinder, der auf dem Weg zu einer Papierfabrik in Alfeld ist. Durchgängig Halteverbot in der Ortsdurchfahrt. Es wird die Straße in ihrer gesamten Breite gebraucht. Nochmal zum geflügelten Wort vom hohen Besuch. 8 Meter in der Höhe ist dieser Stahlzylinder, der eine Fahrt von etwa 7 Stunden jetzt vor sich hat. Und Frenke ist die größte Herausforderung. Hier ist der Spezialtieflader mit 12 Achsen unterwegs. Er wird später aber aufgestockt auf sogar 20 Achsen. Und jede Achse trägt sage und schreibe 15 Tonnen. Aber der größte Engpass, der kommt erst noch. Mal eben ein Ast abgeschnitten, hier sind Profis am Werk. Halb Frenk ist auf dem Bein und er weist dem hohen Gast die gebührende Ehre. So ist noch nie einer mit der Kettensäge durch den Ort gegangen. Wie gesagt, das ist noch nicht die engste Stelle.
laut der Kommissar Birnen, nein, es ist Fallobst. Vier Wochen zu früh. Achtung, Millimeterarbeit. Und wieder die Kettensäge. Fränke bekommt den Kurzhaarschnitt. Eingespieltes Superteam, dieser Beobachtungsposten und der Fahrer. Der Knirps aus Fränke und der Gigant aus Schweden, diese Begegnung hat sich unser Kameramann nicht entgehen lassen. Mein lieber Schwede, diesen Besuch hat Fränke ganz gut überstanden. Ja, im Mittelalter sah das ja mal anders aus, als die Schweden hier in Niedersachsen eingefallen sind. Klar, doch Chefsache, Geschäftsführer Heinz Rösler,
ist persönlich vor Ort. Ihre Bilanz hier, Frenge haben Sie ja schon mal geschafft, das war die erste richtige Engstelle. Man hat es ja kaum gemerkt, dass links und rechts nur 3 cm Platz sind. Aber wir haben extra eine Dachrinne noch demontiert. Wir haben ursprünglich gedacht, wir müssen auch das Gebälk noch etwas abschneiden. Aber es hat dann sehr genau gereicht und wir hatten links und rechts 3 cm Luft. Also das war die engste Stelle. Erstaunlich, was Sie aus 3 cm machen können. Ja, die 3 cm war schwierig, aber es ging trotzdem relativ gut, weil der Fahrer ist ein Profi, der peilt es genau an und dann fährt er da durch. Da nehme ich mal an. Was ist heute die Tagesetappe? Was ist Ihr Ziel? Bis zu dem Parkplatz, weil wir müssen hier dann umbauen aus statischen Gründen auf 20 Achsen. Wir fahren also mit 12 Achsen im Moment, mit 15 Tonnen Achsdruck und wir fahren nachher mit 20 Achsen weiter, mit 10 Tonnen Achsdruck. Weil die Brücken einfach zu schwach sind für diese hohe Last. Ja. Also eine Gewichtsverlagerung gewissermaßen. Gewichtsverteilung auf mehr Achsen. Ja. Und wie lang ist dieser Zug hier? Ja, mit den 2 Zugmaschinen, nachher hat er 30 Meter, ist der Tieflader, plus 2 mal 10 Meter Zugmaschinen, ca. 50 Meter. Aber Sie haben ja auch schon größere Geräte, Flugzeuge bewegt, für Sie im Prinzip nichts Neues. Nichts Neues, aber immer wieder schwierig, weil allein die Studie ist immer das Hauptproblem, bis man eine Strecke hat, die man befahren kann. Sie sehen ja, wir müssen zwischendurch umbauen, wir verladen um vom Schiff auf den Ponton. Das Ponton kommt extra wegen 2 Kilometer Lastfahrt, fährt dieses Spezialponton aus Polen hierher, um 2 Kilometer zu fahren, dass wir wieder mit dem Ro-Ro an der Fähre runterfahren können. Das ist ziemlich sportlich. Was kostet denn dieser gesamte Einsatz? Wissen wir im Moment noch nicht. Da muss hinterher zusammengezählt werden. Allein der Schotter, den Schotter herbringen in der nächsten, übernächsten Ortschaft, muss eine Baustelle verfüllt werden. Dann braucht man 600 Tonnen Schotter. Eine Tonne kostet ca. 20 Euro. Dann muss sie eingebaut werden, muss entsorgt werden. Das haben wir gestern Abend entschieden. Was das kostet letztendlich, wissen wir noch nicht. Also mir ist völlig klar, dieser Transport kostet eine Menge Schotter, auch im übertragenen Sinn. Ja, auf jeden Fall. Übrigens wurden die abgesägten Äste von einer Nachhut sofort beiseite geräumt. Und zum Ausklang lassen wir einfach die Poesie dieser Landschaftsbilder wirken. Der Koloss hat noch eine lange Strecke vor sich bis nach Alfeld. Es bedarf noch einiger Tag- und Nachtfahrten.